Grüß Gott und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Paint the Town Red. Ich bin wieder hier mit dem Hermann. Der Hermann und ich, wir sind heute unterwegs für einen Blitzkrieg. Einen Blitzkrieg auf dem Markt. Ja, guten Hermann. Tag. Ich bin der Fuchs. Etwas sagen, Hermann? Ich bin Hermann der Fuchs und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Der Hermann redet nicht so. Der Hermann, den musst du irgendwie dick klingen lassen. Der Hermann Göring, das war so ein Fettsack. Ja, der kann ich ja ganz normal reden. So offensichtlich wollte ich es jetzt nicht reindrücken. ja. Es ist doch nur die Wahrheit. Also ich bin mir hier nicht ganz sicher, was das für ein Markt sein soll, weil irgendwie liegt hier überall komische grüne Zeug hier rum. Also, ein Markt, Alter. Ich habe keine Ahnung, es soll ja ein Karneval. Also auf jeden Fall der Club Beatdown, aber der scheint sehr exklusiv zu sein, weil man hier nicht einfach reinlaufen darf. Wo ist der Club Beatdown? Ich bin da hinten. Hermann, Sie lassen uns nicht in den Club Beatdown. Das ist eine nazifreie Zone. Das geht doch gar nicht. So, lassen Sie uns hier rein. Ja, ich bin drin. Ich bin drin. Sie halten mich für einen Juden. So. Oh, da ist ein Neger. Ein Neger, Hermann. Ein Neger? Das ist ein Neger. Was? Wo ist der Neger? Die haben hier eine Treppe aus Baseballschlägern gemacht. Das ist ja richtig cool. Was ist das, Alter? Guck mal, die Disco-Kugel. Ey, das ist ja geil. Runter mit dem Ding, Hermann! Werf das Ding doch hier runter. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Und dieser Neger, er tanzt. Er tanzt! Ich hab ihm eine verpasst, Hermann. Der kriegt Tanzverbot. Tanzverbot. Das erste Opfer des Blitzkriegs. Oh, da sind ein paar Skinheads. Das Schöne ist, hier sind so viel, schön viele Baseballschläger hier hinten. Ja, ja. Oh, aua! Aua, da hat mir trotzdem der Kopf was vor die Rübe gegeben und der Elektroschocker tut weh. Scheiße. Oh. Ich habe das Gefühl, heute könnte ich ein bisschen unglücklich stolpern. Die Musik ist auch wieder fett geil heute. Oh, da backt gerade einer weg, Alter. So. Mach Platz, du Jodenbengel. Ein Neger in der Staatsgewalt, das kann es doch nicht geben. Alter, hey. Wo ich bin. Moment. Der Führer ist wieder oben auf. Dass der Führer oben, wird man ihn loben. Oh. Obacht, Obacht, Hermann, die Gestapo. Da ist die Gestapo. War die Gestapo? Sind die Gestapo denn nicht unsere Leute eigentlich? Ja, eigentlich schon, aber sind gegen Führerpartys. Ah. Die nehmen das alles immer so ernst, weißt du? Da. Das geht natürlich nicht. Das könnte aber auch die Basi sein, die bayerische Staatssicherheit. Gibt's sowas wirklich? Oh, Sie greifen mich ein, Hermann. Ich werde Ihnen helfen. Und da ist schon wieder ein Neger. Ein Moor. Er kriegt mit dem Elektroschocker. Oh. Großer. Hey, der Große ist von uns. Guck mal, das ist auch ein Reichsbürger. Ein guter deutscher Reichsbürger. Er hat einen Glatzkopf und Springerstiefel an, Hermann. Er ist von uns. Er ist von uns, aber warum ist er denn gegen uns? Oh! Oh! Ach, das bist du, Alter. Ich dachte, er flitzt hier so durch die Gegend. Na, ich habe so einen dicken Jungen erwartet und dann kommt hier so ein schlank und ranker Mann plötzlich um die Ecke. Oh! Asiate. Ich fühle mich überhaupt nicht angegriffen. Oh. Oh, oh, oh. Ich meinte nur einen. Das war eigentlich nicht geplant, aber ich benutze es halt jetzt. Ja. Employees only. Hoppala. Hoppala. Das heißt eigentlich Nationalsozialisten only. Ach, dann bin ich hier ja richtig. Oh, der hat einen Baseballschläger, die Ratte. Ich habe gleich das richtige Instrument für mich gefunden. Wo bin ich hier gelandet? War das mal ein schneeweißes Klo hier? Was? Auf dem Wehrmacht? Schneeweiß wie die Weste des Führers. Was? Hier ein bisschen was? Seife für dein unausgewaschenes Maul. Ja.
Oha. Bling. Alter, die Band spielt halt einfach ganz in Ruhe weiter. Ja, ist doch cool. Ja, ja. Boah, aber geh bloß nicht auf die Bühne, da werden sie aggressiv. Nö, hatte ich auch nicht vor. Ist eh schon zu spät, ich hab's schon aggressiv gemacht. Aber hey, immerhin geht die Musik weiter. Ja, die Musik spielt immer. Weil ohne Musik ist nichts los. Was, ist es nicht so in der Bikerbar im Dingens? In ja, ja, in der Oh, das war knapp. Da ist doch die Musik aus, wenn du die Band tot machst. Ja. Deshalb verwundert mich das auf Diesel. Haben wir noch was Schönes? Hermann! Hermann! Der Führer ist in Bredouille! Jawohl, mein Führer! So. Oh, ich habe ein Rohr! Ein Rohr zu verlegen! Ja. Und für dich auch nochmal. Oh. Jetzt gibt's auch für euch ein Gitarren-Solo. Aber ich hab letztens so einen richtig dummen Kommentar gelesen. Auf irgendeiner Seite. Ein Freund schreibt sich, wenn ihm langweilig ist, auf so rechtspopulistischen Seiten rum. Stand da irgendwas. Ja, einfach nur um zu gucken, was für ein Bullshit die schreiben. Da stand da irgendwas, ja, Hitler war doch auch nur eine Marionette der Zionisten. Oh. Dachte ich mir, okay. Standard! Oder die NSDAP, das war ja auch eine total linke Partei. Der Führer ist nicht links. Er ist oben! So, oh, jetzt, wir haben es fast, noch 9. Oh. Da von mir mal. Oh, guck mal, da kann man Flaschen werfen. Achtung! Oh nein! Okay. Nochmal. Yay! Yeah. Der Führer hat auf dem Jahrmarkt einen Hasen gewonnen. Der Hermann zeigt dem Führer meine richtigen Hasen. Oh nein, bitte nicht. Hermann, lass deine Hose zu. Das soll nicht das gleiche Fiasko werden wie damals in Polen. Nach dieser Sache mussten wir einmarschieren, um die Bilder zurückzubekommen. Ja. Da warst du doch der in der letzten Folge den Lümmel raushängen lassen hat. In der Facecam. In der Facecam. Hey, wir haben's. Wir haben's, jo. Der Blitzkrieg war erfolgreich, Hermann. Wir Blitzkrieg. Sind gestürmt. Innerhalb von 7 Minuten haben wir es geschafft. Wir haben diesen... In 10 Minuten vom Münchner Hauptbahnhof. Was? Kennst du den Edmund Stoiber? Ich bitte dich. Ihr Norddeutschen seid echt ein komisches Volk. Ja, immerhin sind wir Deutsch im Gegensatz zu den Bayern. Was? Ja, du hast schon irgendwie recht. So, dann, ja. Ich gehe mal noch an den Ticketschalter. Währenddessen darfst du die Leute hier ganz lieb und nett verabschieden. Währenddessen hole ich uns hier mal ein Ticket für die nächste Runde. Oh. Ja. Ja. Also dann, Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Paint the Town oder was auch immer, alles rot. Hermann, ich habe die Gaskammer gefunden. Hier ist der rote Knopf. Wo ist der rote Knopf? Wo ist der rote Knopf? Der rote Knopf. Aber es passiert nichts, Hermann. Nur das Licht geht an und wieder aus. Das ist nicht die Gaskammer, Hermann. Man sollte auch nicht in der Gaskammer stehen und dann den Knopf betätigen. Dafür war doch die Gaskammer gut. Für Menschen wie uns. Ja, dann auch von mir, Leute. Jo. Ein vielen Dank fürs Einschalten. Lasst uns einen Kommentar da, einen Like und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Paint the Town Red. Bis dann, macht's gut, Leute. Haut rein und tschö.